So, in dem Video möchte ich zeigen, wie man die kabellosen Sensoren, die es hier von der Firma Pasco gibt, die über Gonatex vertrieben werden, wie die funktionieren, wie einfach die sich nutzen lassen. Und ich habe dazu schon, hier ist eine Anleitung auf diesem Kärtchen, das ich mit dem geschenkten Sensor dazu bekommen habe. Und da steht es, installieren Sie die kostenlose App SparkView. Die findet man so, indem man in den App Store sucht. Auf der Rückseite sind allerdings auch QR-Codes für diese Software SparkView. So, die Anleitung lautet hier, installieren Sie die kostenlose App, schalten Sie den Sensor an, App starten und Bluetooth-Symbol. So, und das will ich jetzt auch gerade mal machen. Wobei, den Sensor kann ich auch später anschalten. Ich hole jetzt mal mein Tablet hier ins Blickfeld. So, und den wesentlichen Bereich sehen wir gerade hier. Jetzt habe ich das noch nicht angeschaltet. Hier der Knopf zum Anschalten. Und man sieht, dass jetzt der Bluetooth Anzeiger rot blinkt. Na, das habe ich wieder ausgeschaltet. Und ich gehe in dem Tablet auf das Bluetooth-Symbol hier oben. Ja. Ich warte kurz und dann wird der Sensor gefunden. Was ganz wichtig ist, der gefundene Sensor, der hat eine eigene Nummer, die hier zu sehen ist. Und die muss natürlich stimmen. Das ist wichtig, vor allem wenn man halt in der Klassenraumsituation mehrere solcher Sensoren benutzt, damit man auch den richtigen hat. So, und dann bin ich fertig. So, jetzt lege ich den Sensor gerade noch mal zur Seite. Damit ich etwas aufnehmen kann, muss ich ein sogenanntes Sparklab aktivieren oder erstellen. Das ist hier. Und dann kann ich zwischen einer Vorlage wählen. Das heißt, wie soll das Ganze dargestellt werden? Da habe ich eben dann hier verschiedene Vorlagen mit verschiedenen Möglichkeiten, wie das parallel dargestellt wird. Ich nutze jetzt einfach mal die einfache Darstellung und wähle dann aus, wie die eingehenden Daten dargestellt werden. Und das soll jetzt in meinem Fall in Form eines Graphen sein. Und jetzt habe ich hier Einstellungsmöglichkeiten einmal hier unten für die X-Achse. Das ist Zeit in Sekunden. Das ist das, was ich will. Und die Messung, da muss ich dann quasi den Sensor auswählen, den ich dafür nutzen will. Da haben wir einen Temperatursensor, den ich jetzt mal auswähle. Das sieht man jetzt, dass der hier ausgewählt ist. So, jetzt möchte ich das kleine Experiment dazu machen und das werde ich dann gleich wieder runternehmen. Ein Feuchttuch und es soll die Verdunstungskälte gezeigt werden. Ich packe das mal aus und lege es um den Sensor herum. Und in dem Moment starte ich dann auch die Messung, indem ich hier unten drauf gehe. So, jetzt wird der Sensor, wird das Tuch auf den Sensor gelegt. So, ja, und jetzt sieht man, dass sich die Temperatur da ändert. Man kann natürlich, sage ich mal, auch Einstellungen vornehmen, zum Beispiel wie die Abtastrate ist. Also das heißt, wie häufig abgetastet wird. Hier steht jetzt zum Beispiel hier unten, dass 10 Hertz eingestellt ist. Das müsste dann also sein, dass 10 Messungen pro Sekunde ist. Das ist sicherlich ein bisschen viel, da kann man auch weniger einstellen. Aber das Prinzip ist eigentlich wirklich sehr einfach und die Benutzung ist kein großer Aufwand. Man muss sich sicherlich ein bisschen einarbeiten, wenn man eben bestimmte Dinge hier noch ein bisschen im Griff haben will. Wenn man auch zum Beispiel hier über diesen Knopf, über diese Taste
noch eine weitere Messung, also einen zweiten Sensor dazu nehmen will, der eben zum Beispiel dann parallel angezeigt wird. Ja, wir sind inzwischen bei einer Temperatur von 23 Grad, das geht immer noch ein bisschen runter. Das heißt, hier verdunstet irgendetwas und es braucht die Wärme der Umgebung, also sprich die Energie der Umgebung, damit die Stoffe verdunsten, und so geht halt die Temperatur immer weiter nach unten. Ja, das ist eigentlich zunächst mal schon alles, was ich zeigen wollte. Es gibt da noch viel mehr Möglichkeiten, die geht es noch zu überprüfen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass ich zum Beispiel auch Snapshots erstellen kann von einer Messung. Soweit ich weiß, ist das aber dann wirklich nur ein Bild. Also da wurde ein Screenshot quasi von der Darstellung von dem Graphen erstellt. Also das ist gerade nicht zu sehen, das ist hier an der Seite. Und dann kann ich mir das so merken und anschauen, wie das mal gewesen ist zwischendurch. Einfach nur einen Überblick zu bekommen. Was ich auch noch ganz interessant finde, man kann, soweit ich das sehen kann, zum Beispiel auch die Kameras als Sensoren nutzen, indem man zum Beispiel auch ein Experiment damit überwacht und dann sieht, ob da irgendetwas zu sehen ist, als eine bestimmte Sache passiert ist. Also ganz nett, da gilt es auf jeden Fall noch genauer nachzuschauen, was das Programm alles kann.